Die Zukunftsakademie ist eine Einrichtung des Landes Oberösterreich, also wir sind direkt in dem Amt der russischen Landesregierung angesiedelt. Dankeschön. Und unser Auftrag ist eigentlich nicht Zukunftsforschung im eigentlichen Sinn, sondern ich sage ganz gern, wir sind eher die Zukunftsdolmetscher. Wir hatten mal so viele Leute bei einer Veranstaltung, lange ist das her, vielleicht kommt es einmal wieder. Aber man kann ja heute auch digital sehr viel machen oder in kleinere Formate gehen, wie Workshops, wo wir dann zum Beispiel mit Zielgruppen ganz bestimmt oder an ganz bestimmten Trends und Entwicklungen arbeiten. Wir sind themenoffen, also wir versuchen vor allem diejenigen Entwicklungen aufzugreifen, die sozusagen in der klassischen Logik einer Landesregierung oder einer Stadtregierung manchmal so ein bisschen durch den Rost fallen. Und witzigerweise sind das oft die ganz großen Themen, wo dann keiner sagt, wer ist so richtig zuständig. Ja? Wer ist denn für demografischen Wandel zuständig? Ja, irgendwie Gesundheit und irgendwie Wohnen und irgendwie ein bisschen alle, aber keiner so richtig. Und genau da setzt eine Einrichtung wie die Zukunftsakademie an und versucht eben, die alle zusammenzubringen und zu sagen, arbeiten wir gemeinsam daran. Wir haben gewisse Themenschwerpunkte, die bei uns dann auch von Kolleginnen und Kollegen gezielt bearbeitet werden. Das können Sie aber auch gerne auf unserer Homepage im Detail nachschauen. Was ich Ihnen heute vor allem mitgeben möchte, ist dieses Bild. Das wird ganz zentral sein. Es gibt unterschiedliche Aufstellungen von Megatrends, es gibt auch unterschiedliche Definitionen, was ist ein Megatrend und ein Makrotrend, ein Mesotrend und so weiter, da will ich Sie jetzt gar nicht in die Mühe hineingeben. Wir haben in Oberösterreich einmal diese 10 Trends für uns als ganz wesentlich identifiziert. Ob das in Wien auch dieselben Trends sind, das muss ich dann leider an die folgenden Diskussionen übergeben. Ich fliege mal ganz kurz drüber, ein paar werde ich dann noch genauer beleuchten. Ganz klar Nummer 1 ist der demografische Wandel. Demografische Wandel ist einer dieser Trends, die so ganz schleichend kommen. Ja, da gibt es nicht die großen Effekte wie jetzt bei Corona oder bei einem Ukraine-Krieg, sondern das passiert Schritt für Schritt, Jahr für Jahr und nehmen wir deshalb vielleicht gar nicht so stark wahr. Die Digitalisierung ist in aller Munde und das auch zu Recht, weil sie wirklich unser Leben in vielen Bereichen komplett auf den Kopf stellt. Der Trend der Vernetzung oder Konnektivität ist oft ganz schwer zu begreifen, aber es geht vor allem darum, dass wir vernetzt miteinander sind, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Das betrifft natürlich die sozialen Medien mit all ihren guten und schlechten Seiten, aber das betrifft zum Beispiel auch die Art, wie wir in Organisationen organisiert sind. Also die klassischen hierarchischen Organisationen, wie wir sie kennen von diesen Parteien sind oder Vereine oder die Kirche oder die Schule und so weiter, das löst sich alles immer mehr auf, das wird immer flacher bei den Zirkeln. Die Wissensgesellschaft ist, glaube ich, auch so ein steigender Trend, der in einer Stadt sicher nochmal anders wahrgenommen wird als auf dem Land, aber auch das Leben ganz wesentlich verändert. Auch die Individualisierung, also die Pluralisierung unserer Lebensentwürfe mit allen möglichen Schattenseiten und guten Dingen, ist vielleicht auch dazu zu sagen, diese Megatrends sind neutral. Also es gibt keine guten Trends und schlechten Trends. Die passieren einfach, ob wir das wollen oder nicht. Ja, das kümmert sie nicht, ob wir beschließen, das ist ein Trend, das ist kein Trend. Die passieren eben. Klimawandel ist in aller Munde. Gesundheitskultur war auch schon vor Corona ein großer Trend. Gesundheit ist ein ganz wesentlicher Aspekt unseres Lebens geworden. Gehen Sie mal durch die Buchhandlung Ihres Vertrauens und schauen Sie auf, welche Bücher da so rumliegen und welche gekauft werden. Oder wenn Sie so Ihre Social Media durchscrollen, also alles, was irgendwie mit Gesundheit im weitesten Sinne, also mit Wohlergehen, Wohlbefinden, körperlich, seelisch, Ernährung, alles, was damit hineinspielt, das ist ein Riesenthema. Die Urbanisierung ist ein großer Trend, der, wo ich dann später noch etwas dazu sagen werde, neue Mobilität, Globalisierung, sehen wir auch dieser Tage, wie stark eigentlich die globalen Abhängigkeiten sind. Ein paar Schlaglichter nur, dass Sie sehen, wie konkret sich diese Trends ausdrücken. Das hier ist das, was früher mal Bevölkerungspyramide genannt wurde, das ist mittlerweile ein Bevölkerungsschwammbau geworden und das wird noch viel, viel mehr. Das Schöne an der Demografie ist, dass wir sie sehr gut vorhersagen können. Wer heute 50 Jahre alt ist, wird in 10 Jahren 60 Jahre alt sein, wird in 20 Jahren 70 Jahre alt sein, da braucht er keine Glaskugel dafür. Das ist relativ einfach vorhersehbar. Und auch Migration oder auch solche Themen wie jetzt die vielen tragischen Corona-Fälle an den großen Wellen der Demografie ändert das nicht wahnsinnig viel. Demografischer Wandel ist aber auch viel mehr, nämlich dass sich unsere Lebensentwürfe, unsere Lebensphasen verändern. Ja, das Zukunftsinstitut hat den Begriff der Multigraphien geprägt, also es gibt nicht mehr die eine Biografie, sondern Multigraphien. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht, hat das ganz viele Auswirkungen. Ja, wenn Sie zum Beispiel denken an, wann sind Sie gefordert im Beruf, wann sind Sie gefordert in der Pflege für Ihre Kinder, aber vielleicht auch für Ihre Eltern. Ja, ich habe selber in meinem Team mehrere Personen, die so um die 60 sind und die haben sich jetzt um ihre Eltern zu kümmern, die 90 ungefähr sind. Und das ist ganz was anderes, wenn ein 60-Jähriger anruft und sagt, es tut mir leid, ich kann ja nicht zur Besprechung kommen, weil ich muss wieder ins Pflegeheim, meine Mutter ist gestürzt.
Das haben wir doch nicht so verinnerlicht, aber das ist auch nur eine Fotografie. Bei der Digitalisierung hat man manchmal so das Gefühl, die Digitalisierung ist so ein Thema der Jungen, die dann da immer am Smartphone herumwischen, das ist Quatsch. Ja. Digitalisierung geht durch alle Lebensbereiche, Sie sehen hier die Altersgruppen und welche Dienste sie nutzen. Und das sind auch noch Zahlen von 2020, also das ist sicher jetzt auch durch die Pandemie noch viel, viel mehr geworden. By the way, so Fake News ist ein Thema der Babyboomer. Also die Fake News verbreiten tun viel, viel mehr die Babyboomer als die junge Generation, die da viel sensibler und viel kritischer ist. Ich zeige Ihnen jetzt meine Lieblingsgrafik zum Thema Digitalisierung. Wenn Sie einen Partner, eine Partnerin in Ihrem Leben haben, denken Sie mal kurz nach, wo Sie sich kennengelernt haben. Der Schule, Arbeit, Uni, beim Fortgehen. Das ist eine Statistik der amerikanischen soziologischen Gesellschaft, wo sich Paare kennenlernen, heterosexuelle Paare kennenlernen. Der rote Balken ist online. Und auch das war schon vorkommen. Klimawandel muss ich in diesem Kreis wahrscheinlich nicht viel dazu sagen. Wir kennen leider alle die Szenarien. Wenn man sozusagen das erzählt in Geschichten, dann wird den Leuten manchmal wirklich bewusst, dass wir da eine große Veränderung brauchen. Besonders stark getroffen vom Klimawandel sind natürlich die Städte, durch die urbanen Hitzeeffekte, das wissen wir auch. Und wenn Sie jetzt zurückdenken an den demografischen Wandel, an die ältere Bevölkerung, dann sehen Sie, dass wir da ein Riesenproblem haben. Wie komplex das Ganze ist, haben wir leider auch in den letzten Tagen massiv gesehen. Sobald man mit solchen Bildern daherkommt, nämlich wo kommt die Energie her und wofür verbrauchen wir sie, stellt mir jeder davor wie irgendwie das Kaninchen vor der Schlange, da kennt sich doch keiner aus. Aber letztlich ist es einfach so, das hier alles sind noch die fossilen Energieträger. Das ist noch der Stand. Das Thema Wissensgesellschaft, ich bezeichne es auch gerne als die steigende Bildungsrevolution in den letzten 20 Jahren, hat sich eine Bildungsrevolution in diesem Land abgespielt, die seinesgleichen sucht. Und die Bildungsrevolution ist weiblich. Es sind vor allem die Frauen, die in die Gymnasien gegangen sind, viel, viel mehr als früher. Und was haben die nachher gemacht? Die sind nicht daheim geblieben und sind Sekretärin geblieben, sondern die sind in die Städte gegangen und haben dort studiert. Und haben jetzt natürlich auch Jobs, die in den großen Städten nachgefragt sind. Und das Spannende bei dieser Grafik ist ja auch, dass sozusagen die Bildungsrevolution sich nicht Schritt für Schritt weiter spielt, sozusagen mit jeder Generation erreicht man einen höheren Bildungsstand, sondern das geht wirklich wusch von sozusagen den nur Pflichtschulabsolventen hin zu den Hochschulabsolventen. Was lernen Sie dort? Lernen Sie dort die Sachen, die wir in der Zukunft brauchen? Lernen Sie Future Skills? Also ich habe zu Hause eine Lehrerin und zwei schulpflichtige Kinder und manchmal wird mir da ein bisschen übel, wenn ich mir anschaue, was die so den ganzen Tag machen. Da hat uns aber auch, glaube ich, Corona jetzt wahnsinnig viel geholfen mit einer digitalen Revolution im Bildungswesen, wo wir gerade noch erst am Anfang stehen. Aber viel mehr wird es in der Zukunft nicht darauf ankommen, dass wir wissen, wann die zweite Türkenbelagerung war, sondern dass wir eben wissen, Fake News von Real News zu unterscheiden und vieles andere mehr. Ich erinnere da gerne an den Satz einer deutschen Maturantin, die gesagt hat, ich kann ein Gedicht auf Französisch interpretieren, aber keinen Mietvertrag unterschreiben. Also bereiten wir die jungen Leute wirklich auf die Zukunft vor. Das Thema Urbanisierung sehen Sie hier, also falls Sie vorhaben, irgendwo Bauland zu erwerben, die roten Sachen sind die Träume. Ja, da sehen wir, das sind die städtischen Zentren und Urbanisierung muss man da auch viel, viel weiter ziehen. Also wenn wir von Urbanisierung sprechen, dann ist das sehr viel mehr als Wien, wobei Wien mittlerweile ja auch schon ganz, ganz groß sozusagen ausstrahlt in die Nachbarregion. Corona hat ja auch vieles verändert, wir haben gerade vorher auch gesprochen, also die Vorstellung mit kleinen Kindern in einer kleinen Gemeindebauwohnung im Lockdown zu sein, die bereitet mir schlaflose Nächte. Die Städte haben ihre Stärken, sie haben Vielfalt an Kultur, Freizeitangeboten, Bildungsangeboten, brauche ich Ihnen nicht erzählen. Das Land hat aber auch seine Stärken. Das Land hat Naturnähe, das Land hat Verbundenheit, da kennt man sich, da ist man eingebunden in einem Ort. Und da gab es vor einigen Jahren im Zuge der oberösterreichischen Frauenstrategie eine Umfrage unter den oberösterreichischen Frauen, was schätzen sie am Land und was schätzen sie an der Stadt. Und da sieht man also sozusagen typisch städtische Stärken sind viele Geschäfte, Arbeitsplätze, Verkehr, Schulen, ärztliche Versorgung. Im Land ist ganz weit vorne der persönliche Kontakt mit der Nachbarn, gutes Gemeinschaftsgefühl, Lebensqualität, Sauberkeit. Und das finde ich insofern irrsinnig spannend, weil hier sprechen wir plötzlich von urbanen Qualitäten und ländlichen Qualitäten. Beides hat sein Gutes. Ja? Und das verschwindet auch immer mehr, was typisch städtisch war und was typisch ländlich war. Dazu später noch ein Gedanke. Gesundheitskultur, eben die Lebensjahre in Gesundheit steigen an.
Wir leben länger gesund, aber Gesundheit ist uns auch wichtiger und wird auch viel umfangreicher verstanden. Wir können über all diese Trends jetzt noch im Detail reden. Ich habe Ihnen auch eine dicke Unterlage mitgebracht, was die ganzen Trends sozusagen im Detail dann heißen. Aber ich würde Ihnen gerne noch ein bisschen aus unserer täglichen Arbeit berichten. Was machen wir jetzt mit diesen Megatrends? Wie arbeiten wir mit diesen Megatrends? Eine Möglichkeit ist, sich einen Megatrend herauszunehmen und den einmal konkreter zu beleuchten. Das ist jetzt so. Ja. Das ist sozusagen ein Schlaglicht auf einen Trend zu legen. Hier war das das Thema Digitalisierung. Wir haben hier überlegt, wie kann ich Digitalisierung auch wirklich in die Breite bringen? Wie kann ich die Menschen begreiflich machen, dass es ihnen etwas bringt? Und haben dann ungefähr 100 Ideen für Gemeinden und Regionen zusammengesammelt in einer Broschüre, die ich mit habe, die es aber auch digital natürlich gibt, wo wir ganz klar aufzeigen, wie kann ich zum Beispiel als Gemeindeverwaltung Digitalisierung nutzen. Wie kann ich zum Beispiel einen WhatsApp-Kanal einrichten, den die interessierten Bürgerinnen und Bürger abonnieren und dann schreibe ich rein, heute hat der Kindergarten länger offen, morgen kommt der Schwärmer. Auch die denken Sie an die ganzen Nachbarschaftstools, die es gibt und glaube ich auch hier viel genutzt werden. Ich kann mir auch einen anderen Megatrend näher anschauen, zum Beispiel den demografischen Wandel. Da habe ich schon gesagt, das ist ein Megatrend, den wir recht gut vorhersagen können in den Hard Facts, aber in den Soft Facts ganz viele Unterpunkte hat. Wir haben uns da zum Beispiel angeschaut, wie verändert sich die Jugendgeneration. Was für Einstellungen hat die Babyboomer-Generation, die Generation XY oder jetzt Generation Alpha? Was waren zum Beispiel die prägenden Erlebnisse? Was hat sie in ihrer Jugendzeit, wo man sozialisiert wird, wo man auch ein Stück weit politisiert wird? Was waren die Ereignisse, die diese Generation dann geprägt hat? Ja? Für mich zum Beispiel war der Fall der Berliner Mauer so ein prägendes Ereignis. Jeder weiß, wo er da war und wie er das mitbekommen hat und wie er da vorgesessen ist und gedacht hat, wow, Frieden in Europa. Ja? Jetzt diese Bilder, die wir aus der Ukraine sehen, werden für die junge Generation jetzt eine prägende Sache sein. Mein 10-jähriger Sohn sagt, bitte schauen wir uns die Nachrichten gemeinsam an und reden darüber. Ich will wissen, was da passiert. Oder auch, weil ich es schon angesprochen habe, das Thema digitale Kompetenzen. Ja, das Thema digitale Kompetenzen korreliert natürlich mit dem Alter, aber nur viel mehr mit der Bildung. Also vor allem bei den Älteren und Geringgebildeten haben wir ein Riesenproblem, was die digitalen Kompetenzen betrifft. Und wer das so wie ich unterschätzt hat, der muss nur in die USA schauen, weil dann kann es sein, dass man mit dem Präsidenten Donald Trump aufhört. Diese Megatrends passieren alle gleichzeitig. Ja, und die spielen auch zusammen, kommunizieren miteinander. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, das Thema Wissensgesellschaft, also Bildung, hängt ganz stark mit dem Megatrend Urbanisierung zusammen. Weil wo gehen die Leute denn hin zum Studieren? Sie gehen in die großen Städte. Aber wir haben parallel auch zum Beispiel die Megatrends Digitalisierung und Individualisierung. Früher, in der quasi analogen Zeit, hat man mit den Leuten Kontakt gehabt, die in der Nähe waren. Heute ist das überhaupt kein Problem. Ob ich mit Ihnen jetzt WhatsApp schreibe in der ersten Reihe oder mit einem Freund in Amerika oder mit meiner Frau in Oberösterreich, ist überhaupt kein Unterschied. Kann ich komplett gleich kommunizieren. Daneben haben wir eben auch den Trend zum Klimawandel, zur Globalisierung und so weiter. Und wenn man sich das jetzt anschaut, merkt man, dass sozusagen eine logische Folge, von diesen Megatrends, die alle zusammenhängen, ist, dass immer mehr Menschen sagen, ich möchte einerseits in der Stadt wohnen, weil es dort die städtischen Qualitäten gibt, ich möchte aber auch im Land wohnen, weil es dort die ländlichen Qualitäten gibt oder weil ich mich dort verbunden fühle. Und es gibt ungefähr 10-15% der Österreicherinnen und Österreicher haben mehr als einen Lebensmittelpunkt. Das sind sogenannte multilokale Lebensstile. Und ich traue mir auch vorhersagen, dass das in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Und diese 10-15%, wahrscheinlich bald in Richtung 20%, das sind nicht die dümmsten und das sind nicht die ärmsten 20% der Bevölkerung, sondern das sind ganz wichtige Leute. Und vielleicht haben Sie auch in Ihrem Bekanntenkreis den einen oder die andere, die sich jetzt ein Häuschen im Waldviertel zugelegt haben. Das ist für die Stadt natürlich einerseits eine riesige Entlastung, ja, weil sozusagen der Druck für die Stadt, alle Qualitäten zu erfüllen, reduziert wird. Fürs Land kann es eine Riesenchance sein, aber auch hier gibt es natürlich viele Fragen für die Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben gerade auch eine Serie laufen, wo wir uns anschauen, wie wirken denn Megatrends auf die Gesundheit. Ja, beim Klimawandel habe ich es schon ein bisschen angedeutet. Natürlich ist die Erhitzung, vor allem in den Städten, vor allem für die ältere Bevölkerung, ein Problem, aber es ist auch das Thema des Niederschlags. Ja, wenn im Winter weniger Schnee fällt, haben wir weniger Schmelzwasser, das die Grundwasserspeicher im Frühling auffüllt und das sind dann auch die Wasserreserven für die Landwirtschaft im Sommer und viele andere Allergien und so weiter. Wo wir es vielleicht noch weniger am Schirm haben, ist eben auch der demografische Wandel.
dadurch, dass wir älter werden und länger in Gesundheit leben, stellen sich ganz neue gesundheitliche Fragen. Auch das Thema Demenz ist ja zum Beispiel ein ganz großes. Ja, also wir werden unter den Babyboomern viel mehr Demenzkranke haben, als wir das jetzt haben. Oder das Thema Digitalisierung mit allen gesundheitlichen Folgewirkungen von so ganz banalen Dingen wie Nackenschmerzen. Es ist Ihnen auch schon so gegangen, dass wenn Sie viel am Handy waren, dass Ihnen der Nacken wehgetan hat. Also vielleicht werden wir da auch noch längere Folgewirkungen. Und ich komme langsam schon zum Finale. Dieses Thema urbane Qualität habe ich schon angesprochen, das ist sozusagen der Megatrend Urbanisierung im Wandel. Urbanisierung, urbane Qualitäten erfahren einen Wandel. Wir haben uns das jetzt als Flächenbundesland für Oberösterreich natürlich vor allem aus der regionalen Brille angeschaut und schaut, wie kann das Land urbane Qualitäten zu sich aufs Land holen. Dann haben wir auch letztens eine Veranstaltung mit Daniel Dettling gehabt, der das im Zukunftsinstitut ganz stark betreibt. Und jetzt könnten Sie natürlich auch die Brille umdrehen und sagen, was sind denn ländliche Qualitäten, die wir in die Städte holen können? Und denken Sie zurück an die Umfrage unter den Frauen. Was war es, was die Frauen auf dem Land geschätzt haben? Das müssen wir doch eigentlich hinkriegen, dass wir Nachbarschaft, Wohlbefinden, Naturnähe, dass wir das auch in den Städten hinkriegen. Also drehen Sie da bitte gerne den Spieß um. Auch ein Megatrend im Wandel ist es Gesellschaft, ich habe schon ein bisschen angedeutet, es ändert sich die Art und Weise des Wissens und der Qualifikationen, die wir in unseren Jobs brauchen, massiv. Ja. Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel, eine Rezeptionistin in einem Hotel bekommt vom Chef den Auftrag, schau ein bisschen auf das Internet. Ja. Und sie schaut ein bisschen auf das Internet und dann sieht sie auf einer dieser Buchungs- und Bewertungsplattformen eine grottenschlechte Kritik für das Hotel. Irgendein Gast ist stinksauer, es hat nichts gepasst, es war nichts in Ordnung, er ist einfach sauer und gibt eine schlechte Bewertung. So. Was ist jetzt von ihr gefordert? Muss sie verstehen, wie der Algorithmus funktioniert? Muss sie da jetzt irgendeinen Code programmieren? Braucht sie einen Roboter? Nein, sie braucht Einfühlungsvermögen, sie braucht vielleicht ein bisschen Schmäh, sie braucht ein Verständnis, sie braucht sozusagen, sie muss wissen, wie wichtig das ist, also das nicht stehen, das einfach so stehen lassen, das Schlechteste, was sie tun kann. Sie muss darauf reagieren und zwar so, dass der Gast, der enttäuscht ist, das Gefühl hat, der wird ernst genommen und alle anderen, die das lesen, sie denken, nur, das ist ein anständiges Hotel, da kann man hinfahren. Ja? Also so ändern sich auch unsere Berufsprofile massiv. Und da meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur, dass da eben sozusagen jetzt ganz verrückte Jobs entstehen, die wir uns noch gar nicht ausmalen können, das kann sein, aber ich glaube, dass sich alle Berufe durch die Megatrends massiv verändern werden. In dem Fall haben wir in einem Expertenworkshop uns wirklich auch ausgemalt, was könnten denn so Jobs sein in Richtung der Zukunft und ein bisschen sozusagen die Gedanken fliegen lassen, wie kann die Arbeitswelt von morgen ausschauen. Das war nur so ein kurzer Rundflug, es gäbe natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Ich wollte Ihnen ein Gefühl geben, Megatrends sind die großen Triebkräfte der Veränderung, die finden statt, mit denen müssen und sollen wir uns auseinandersetzen. Vielleicht, weil ich noch eine Minute Zeit habe, in meinem Zeitbudget. Wir haben uns diese Trendmap natürlich auch in der Corona-Krise angeschaut und haben uns gedacht, sozusagen Corona, dieses große Weltereignis. Und dann haben wir festgestellt, alle diese Megatrends werden eigentlich bestätigt durch Corona. Sie werden vielleicht ein bisschen abgeändert, aber im Wesentlichen haben wir zum Beispiel eben in der Bildung erst durch Corona diesen großen Digitalisierungsschub erfahren. Ohne Corona wäre das in 100 Jahren nicht passiert. Also selbst eine Entwicklung wie die Corona-Pandemie unterstützt mehr die Megatrends und deswegen sollten wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Und wir sollten uns mit ihnen nicht nur auseinandersetzen im Sinne von, nehmen wir halt zur Kenntnis, sondern genau mit den Methoden, die ich Ihnen gezeigt habe und viele andere mehr, kann man auch wirklich mit diesen Megatrends konkret arbeiten, bis hin zu konkreten Projekten und Initiativen. Das ist das, was wir tun. Ich habe Ihnen hier auch die Kontaktdaten aufgelistet, also falls Sie da ein bisschen näher reinschauen wollen oder Fragen haben, bitte gerne einfach bei uns melden. Wir freuen uns über jeden Austausch und ich freue mich jetzt auch noch auf Fragen und Diskussion. Danke. Vielen Dank, Johann Defender. Und ich würde jetzt gleich, also wir haben ja noch jetzt mindestens 10 Minuten jetzt hier, bevor wir zu den anderen Inputs gehen. Und ich würde gleich eröffnen für Fragen. Wir werden circa 10 Minuten dafür Zeit haben. Und ich würde Sie jetzt einmal so 2, 3 Fragen sammeln. Wer hat denn eine Frage? Und bitte das Mikro dann. Da hinten in der letzten Reihe. Super. Und dann da vorne, dann komme ich mit meinem. Wollen Sie was zu schreiben?
Bitte schön, bitte schön. Interagieren Sie dann mit der Bevölkerung oder mit welchen Zielgruppen, um das quasi sinnhaft zukunftsweisend umzusetzen? Mhm, vielen Dank. Jene Zeit. Ja, danke. Ich möchte einen Punkt herausstreichen, den Sie erwähnt haben. Dieses Bedürfnis nach Urbanen und nach Leben am Land, das ist etwas, was ich sehr stark wahrnehme in meinem Bekanntenkreis. Das sind mich aber eher mit Sorge erfüllt, weil ich sehe, dass diese Menschen permanent zwischen zwei und drei Wohnorten mit dem Auto kreuz und quer fahren. Und ich denke mal, da bräuchte es meiner Meinung nach wirklich andere Mobilitätsstrukturen am Land. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Frage, aber eher sozusagen, mich erfüllt das eher mit Sorge und ich glaube eher, wir müssen in diese Richtung gehen, dass ich mir diese nachbarschaftliche Struktur in der Stadt selbst schaffe. Danke. Vielen Dank. Ich würde noch eine dritte Frage nehmen, wenn es gerade einen gibt. Ja, bitte, gerne. Ebenfalls zum Thema Urbanisierung. Sie haben angesprochen, dass es speziell Menschen sind, denen es wirtschaftlich gut geht, die sich mehrere Wohnorte leisten können. Was mir ein bisschen abgeht, ist der Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit. Also werden nur Gutverdienende tatsächlich profitieren und die, die es nicht leisten können, bleiben einfach über. Wird sowas auch mit untersucht oder wie schaut es, ist Verteilungsgerechtigkeit auch einer dieser Trends, die vielleicht zu beobachten und zu erforschen sind? Vielen herzlichen Dank und ich übergebe gleich. Ich fange gleich mit der letzten Frage an, weil es auf der Hand liegt. Wir haben in Oberösterreich den Attersee. War schon mal jemand am Attersee? Ist es schön dort? Würden Sie gerne am Attersee leben? Ja. So Häuschen mit Bootssteg? Genau. Dort ist das ein Riesenproblem. Ja. Also wir haben da eine riesen Gap, je nachdem, wo man hinschaut. Und das ist, glaube ich, da stehen wir erst am Anfang, das wirklich zu verstehen, was multilokale Lebensstile sind, wie heterogen sie sind, weil das ist der Student, der irgendwo ein kleines Studentenzimmer hat und am Wochenende heimfahrt, weil er dort im Fußballverein spielt. Das ist der genauso wie die Arbeitspendlerin, die zwischen Familie und Arbeitsplatz hin und her pendelt, genauso wie eben ein wohlhabender Unternehmer, der sich ein Haus am Attersee leisten kann. Wir haben versucht, das ein bisschen aufzubröseln in unserem Report, aber eben da sagen, das ist wirklich das Grundlagenarbeit. Also das versuchen wir jetzt erst zu verstehen und zu systematisieren, was sind die Motive in der multilokalen Lebensstil. Und da schlage ich jetzt die Brücke zur zweiten Frage. Multilokalität kostet. Sie kostet Geld, sie kostet Zeit, sie kostet Nerven. Mir würde grauen, davor zwei Haushalte zu führen, alles immer zweimal zu haben, das hin und her zu führen und so. Also bitte verschonen Sie mich mit dem multilokalen Leben. Aber viele Leute wollen das und sie sind bereit, diese Mehrkosten in Kauf zu nehmen, weil sie davon etwas haben. Das ist sozusagen eine verhaltensökonomische Gleichung. Ich habe Mehrkosten, also muss ich auch noch mehr Profit haben. Wir haben auch eine Befragung gemacht, da haben wir gesehen, es gibt natürlich auch sozusagen die Zwangsmultilokalen, die das nicht wollen, aber die sagen, ich bin aus gewissen Gründen dazu gezwungen. Aber das ist eine Minderheit, weil die suchen sich allalong Alternativen. Also die Mehrheit der Multilokalen hat das aus freien Stücken gewählt. Ich bin absolut bei Ihnen, das Thema, wie managen wir da die Mobilität, das ist eine der vielen offenen Fragen, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist auch was, was wir uns natürlich, wenn wir uns damit auseinandersetzen müssen und jetzt auch aus einer städtischen Perspektive, wenn ich sage, ich wohne zum Beispiel mit Familie in Wien, würde ich unter der Woche ein Auto brauchen. Ja, wäre absurd. Aber wenn ich am Wochenende ins Waldviertel fahre, also mit Kindern und Sack und Pack mit Öffis ins Waldviertel, hätte ich so meine Bedenken. Also, ich will eigentlich ein Plädoyer dafür halten, dass wir uns mit diesen multilokalen Lebensstilen mehr auseinandersetzen, weil ich glaube, dass sie wichtig für die Zukunft sind. Ob das jetzt gut und schlecht ist und wo die Folgewirkungen sind, wo man auf Rahmen setzen muss, Stichwort Zweitwohnsitzabgabe und solche Sachen, also das ist ein riesiges Feld. Und da bin ich jetzt auch, da schließt sich die Brücke zur ersten Frage nach den Zielgruppen unserer Arbeit, also grundsätzlich die Öffentlichkeit. Wir sind eine öffentliche Einrichtung, sind öffentlich finanziert, wir haben auch den Anspruch sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, so dem Volk zu dienen, also das Gemeinwohl im Auge zu behalten. Und das machen wir eben durch viel Öffentlichkeitsarbeit, durch das, dass wir hinausgehen, dass wir informieren, dass wir reden. Aber natürlich die Themen, die wir dann konkreter bearbeiten, da geht es dann viel mit Zielgruppenarbeit, also eben, wenn es um ein Thema wie Multilokalität geht, mit Gemeinden und Regionen, aber natürlich viele andere, wenn es um Bildungsfragen geht, mit Schulen, mit pädagogischen Hochschulen und so weiter. Da kommt uns vielleicht ein bisschen die Kleinstrukturiertheit eines Bundeslandes zugute, dass es dann halt
es gibt Communities, ja, und dann kennt man sich und dann weiß man sozusagen, wer sind die wichtigsten Player in welchem Feld und mit wem muss man reden und wo macht man jetzt erst einen kleinen Workshop und dann einen größeren und dann eine Veranstaltung und dann eine Publikation dazu. Also das ist so ein bisschen dieses Trichtermodell, das ich am Anfang gezeigt habe. Am Anfang ist es irgendwie ein abstraktes Thema und dann versucht man immer mehr Leute mit an Bord zu holen und irgendwann sollte das Thema so weit angekommen sein, dass es uns als Zukunftsakademie gar nicht mehr braucht. Also meine Zielvorstellung von einem Projekt ist die, dass die wesentlichen Akteure, die es umsetzen können, die Verwaltung, die Bürgermeister, die NGOs, die Unternehmerschaft, wir haben gerade einen Riesenkongress gehabt mit 400 Unternehmerinnen und Unternehmern, wo ich über Trends und Nachhaltigkeit gesprochen habe, die müssen es machen, die müssen in die Unternehmen reingehen und dann dort nachhaltig wirtschaften. Vielen Dank, wir haben noch ein paar kleine, wenige Minuten. Gibt es noch ein, zwei Fragen? Kann ich gerne noch nehmen? Nein, das macht nichts. Dann vielen Dank, Johann Lefender, vielen herzlichen Dank von Oberösterreich nach Wien. Und wir kommen jetzt vor. Vielen Dank. Wir sind hier so die Seitenvertretung. Ich werde versuchen, es so auch in Ihrem Sinne zu machen. Wir vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Wir wohnen zusammen als vierköpfige Familie plus einen verrückten Hund seit 20 Jahren in Wien. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir finden, dass es eine tolle Stadt ist, die eine ganz auch eine markante Stadt für die Stadtentwicklung mit vielen Vorteilen, die man erst zu schätzen weiß, wenn man ein bisschen länger hier lebt und nicht diese Wiener Tätigkeit, die kennen Sie auch, ja, das Jammern. Also wie heißt das für Ihnen? Wir wohnen am Stadtrand im 17. Bezirk und haben da ein Haus gebaut, das Future Evolution Haus. Da experimentieren wir mit Materialien, mit Energie, mit Design und Architektur. Wir versuchen das gerade CO2-frei zu machen. Also wir hatten heute schon, es ist ja erst früher März, wir hatten heute schon 48% Eigenversorgung, Autonomie und seit ungefähr 14 Tagen rennen uns die Leute die Bude ein. Weil der Russe kommt, wie wir alle wissen, und wir demonstrieren. Und es ist wirklich ein unglaubliches, spannendes Erlebnis, bei dem man auch immer lustige Konflikte erlebt. Wir fahren seit 10 Jahren auch nur Elektroautos. Ich bin übrigens im Stau mit dem Elektroauto stecken geblieben. Und am Anfang wurden wir belächelt, dann wurden wir bekämpft, übrigens auch aus dem grünen Milieu öfters mal. Und heute ist es schon ganz anders. Also die Dinge verändern sich rasend schnell und sie verändern sich gerade in den letzten 14 Tagen massiv. Und ich kann diesen Vortrag leider nicht halten, und das hätte Una, glaube ich, auch gemacht, ohne nicht irgendetwas dazu zu sagen, was da passiert. Ja? Wir tun ja alle so pfeifend im Walde, als würde alles so weitergehen. Das möchten wir jedenfalls gerne, aber wir sind ja auch alle, oder die meisten von uns sind auch erschüttert und irritiert. Und was das bedeutet, ich werde natürlich als Zukunftsforscher immer gefragt, ja, habt ihr das nicht vorausgesehen? Ja? Ich habe schon vor 25 Jahren vor Putin gewarnt, aber das hilft dann auch nichts, das zu sagen. Das ist ja auch Blödsinn. Was kann man überhaupt voraussagen und wie und welche Modelle bauen wir und wie arbeiten wir damit? Und ich möchte am Anfang kurz nochmal auf die Megatrends eingehen. Das ist wirklich von unserem Institut auch so der Ankerbegriff, und Sie haben das ja gerade auch gesehen, wie man das sehr schön erklären kann. Das sind eben langfristige, konstante Trends, aber die haben eben auch einen Floor, wie man so schön im Englischen sagt. Nicht? Das würde meine Frau jetzt so sagen. Sie haben in sich auch eine Brüchigkeit, die wir oft nicht wahrnehmen, weil unser Hirn liebt Linearität. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Ja, also wenn die Börsenkurse nach oben gehen und wir haben Börsen, wir haben Aktien, dann denken wir immer, das geht so weiter. Und wenn wir einen Megatrend haben, so, oh, ja. Das ist ganz toll, Alter, und dann werden wir alle 100 sein in den nächsten 20, 30 Jahren. Und ich sage Ihnen, nach 25 Jahren Trend- und Zukunftsforschung, that's Bullshit. Aber das ist ganz schwer zu verkraften, weil man natürlich gerne diese starken Begriffe hat. Nicht? Und die sind ja auch an sich plausibel. Wir haben sie versucht, ein bisschen zu katalogisieren, also auf welchen Ebenen läuft das. Also die klassischen Verwechslungen sind immer, dass man kleine Lifestyle-Trends oder Produkttrends eben verwechselt mit Megatrends. Megatrends sind immer tiefenergreifend, also die gehen über die ganzen Schichten Markt, Gesellschaft, Ökonomie, Technologie, Zivilisation. Die sind langfristig, über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. Wie alt ist eigentlich Globalisierung? Also die Römer haben schon interkontinentalen Handel getrieben.
Und die Dimensionen dieser Trends müssen wir natürlich einerseits richtig einschätzen, auf der anderen Seite müssen wir auch etwas verstehen, dass die Welt eine nonlineare Dynamik hat. Nur dann können wir verstehen, wie Zukunft passiert oder wie sie entsteht. Und um das auch ein bisschen zu illustrieren, haben wir diese U-Bahn-Karte gemacht, die einige von Ihnen vielleicht kennen. Das ist inzwischen so eine Ikonografie geworden, wo wir eben an den Endstationen die Megatrends, wir definieren 12, es gibt auch andere Institute, die mit 18 arbeiten oder 20. Und die Börsen-Heinis, die arbeiten immer mit ganz vielen, ja, weil jede Aktie, die verkaufen wollen, da hängen sie einfach an Megatrend dran. Also Megatrend ist auch so ein Etikett, was man gerne benutzt. Und das wird sehr leicht oberflächlich. Und das sind Phänomene, die wir sehen können in der Gesellschaft, in der Kultur, die am Entstehen sind. Und diese Stränge haben natürlich eine Verbindung untereinander. Und das ist das eigentlich Interessante. Die sind interaktiv. Das sind im Grunde genommen Erzeugungen von Komplexitäten. Und wenn wir uns mal den Strang so anschauen, Urbanisierung, der läuft eben durch die Arbeitsform, durch die Gesundheitsfragen, durch die Konnektivität. Und diese Interaktion, diese Konnektivität der Megatrends untereinander, die ist das eigentlich Spannende. Und was wir eben auch wissen müssen und verstehen müssen, ist, und das ist etwas, was je mehr wir diese Krisen erleben, glaube ich, eine ganz existenzielle Erkenntnis ist, dass jeder Trend einen Gegentrend erzeugt. Und wenn wir nur dem Haupttrend folgen, dann verstehen wir nur Bahnhof. Dann sind wir immer irgendwann sehr irritiert und geschockt daran. Wieso eigentlich? Weil ein Trend natürlich immer eine Systemveränderung nach sich bringt. Nehmen Sie mal Globalisierung. Ja, Globalisierung hat ja einen massiven Gegentrend erzeugt, den wir jetzt in massivster, brutalster Härte sehen. Also die Zukunft erzeugt auch immer wieder einen Flashback der Vergangenheit, wie wir jetzt wieder sehen können. Also die Globalisierung, dieser massive Prozess, der in den letzten 30 Jahren ja so einen Turbo-Effekt angenommen hat, also die Konnektivität der Länder, der Kontinente, der wirtschaftlichen Verbindung, hat einen massiven Nationalismus wieder hervorgebracht. Und in diesem Clash befinden wir uns heute. Also innerhalb dieser Megatrends entstehen Paradoxien. Und wenn wir die nicht verstehen, dann werden wir die Zukunft nicht verstehen. Einerseits können sich diese Paradoxien auf. Also Individualität erzeugt natürlich auch immer eine Krise des Gemeinschaftlichen. Können wir auflösen, indem wir auf einer höheren Ebene komplex das verbinden, also kooperative Individualität. Oder wenn wir zum Beispiel von Land und Stadt reden, ist übrigens interessant, der Trend Stadt und Land hat sich umgekehrt. Wir haben gerade die Daten aus Deutschland uns genauer angeschaut und tatsächlich sind seit Beginn von Corona haben wir die ist jetzt nicht gigantisch, aber sie ist doch ganz erheblich sichtbar, dass diese Drift in die Großstädte sich umgedreht hat. Also wir haben zum ersten Mal seit vielen Jahren Einwohnerverluste in den großen Städten, in den großen deutschen Städten. Die Berliner gehen raus aufs Land, meistens dann auch immer nur in die Suburbs, aber wir sehen diesen Zyklus übrigens ungefähr im Verlauf von 30, 40 Jahren. Ich selber bin schon mehrmals in meinem Land, in meinem Leben aufs Land gezogen, hatte auch mal diese verderblichen zwei Wohnsitze, ja, die auch aus moralischen Gründen natürlich gar nicht gehen. Ich hatte auch mal ein Waldviertel. Wir haben zum Beispiel genau deshalb diese Wohnung wieder aufgegeben im Waldviertel, weil wir nicht jedes Wochenende das ganze Auto ist, darf man ja nicht sagen, ja, aber vollladen wollten, mit den Kindern da rauszufahren, weil das dann auf Dauer zu stressig war. Und diese Zyklen, die drehen sich um. Also da entstehen natürlich Zyklen der Megatrends und der Gegentrends. Und das hier könnte man zum Beispiel durch einen Begriff erweitern, den nennen wir Robanität. Das ist die Verdörfchung der Städte und die Verstädterung des Dorfes. Und das ist ein soziokultureller Prozess, den wir seit einigen Jahren feststellen können und den wir intensiv verfolgen. Da werde ich auch gleich noch einiges dazu sagen. Und wir können eben sehen, wie diese Spannung, die in der Welt ist, durch Trend und Gegentrend, ja, jeder Trend erzeugt, also das Digitale, das immer verherrlicht wird und als Lösung, ist natürlich in einer riesigen Krise, das sagt nur keiner. Weil es einfach zu viele Firmen gibt, die irgendeinen digitalen Scheiß verkaufen wollen. Ja. Aber es ist eben so, dass die Digitalität vieles eben nicht löst, sondern zum Beispiel auf der menschlichen Kommunikationsebene viel zerstört hat. Und die Digitalität erzeugt auch eine neue Sehnsucht nach Analogität. Ja, aber wir sind natürlich auch, ja, alles wird digital. Das erlebe ich seit 15, 20 Jahren auf allen Business-Konferenzen. Wenn denen nichts mehr einfällt in der Innovation, sagen sie immer digital. Dass daraus am Ende multinationale
Konzerne werden, die nichts anderes sind als Monopolisten, dass unsere Gesellschaft zerstört wird durch eine Reiz- und Hasskultur, das kommt da gar nicht drin vor. Ja? Digitalität ist immer irgendwie gut. Aber in Wirklichkeit, wenn wir diese Dialektik der Trends nicht verstehen, verstehen wir die Welt nicht und dann sind wir sehr überrascht von dem, was jetzt passiert. Aber sie lassen sich eben auflösen, Trend und Gegentrend lassen sich auf einer höheren Komplexitätsebene auflösen. Künstlichkeit und Natur zum Beispiel lassen sich durch Kultur wieder auf einen nächsten Punkt bekommen. Und wir nennen das auch das rekursive Wesen der Entwicklung der Welt, eine Rekursion. Alle Trends gehen irgendwann in eine Krise, dann machen sie quasi eine Schleife und fangen von vorne wieder an. Und ob das zyklisch ist, also ob es sich eigentlich nur um sich selbst dreht oder ob es daran einen Komplexitätsgewinn gibt, das ist die eigentlich spannende Frage. Entwickelt sich die Menschheit oder nicht? Und das ist eigentlich all das, was uns alle als Menschen, glaube ich, momentan ganz besonders interessiert. Die Welt von morgen wird aus den Fragmenten der Vergangenheit gemacht. Und man könnte diesen Satz ja auch zynisch finden. Ab und zu wird die Welt mal zerlegt. Aber dann setzt sie sich auch wieder neu zusammen. Jetzt zur Stadt. Was ist eine Stadt? Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir ein Bild, ein Modell von einer Stadt haben. Was denken Sie, wenn Sie Stadt denken? Denken Sie Lärm, Großstadt, Hochhäuser? Ich komme aus Frankfurt, ich denke immer Hochhäuser, einzige Stadt mit Hochhäusern in Deutschland. Ich denke aber auch an die Kultur, die ich da als Student erlebt habe, an die wunderbaren, schönen Straßenschlachten. Das war eine wilde Zeit. Also Städte sind dynamisch, sie sind vital, sie erzeugen Verdichtungen, sie erzeugen Nähe und Reibungsflächen und sie erzeugen auch Kreativität. Eine Stadt ist ein Superorganismus, in dem jede verschiedene Rollen spielt, die sich gegenseitig organisieren, sagt Louis Mumford, einer der berühmten Stadtforscher. Oder man könnte auch sagen, wenn man es aus der evolutionär-biologischen Ebene betrachtet, also wir haben so drei Betrachtungswinkel, systemisch, Systemtheorie, Evolutionstheorie und Spieltheorie. Spieltheorie eignet sich immer ganz gut für Konflikte. Die sind Evolution menschlicher Kultur und sie haben tatsächlich organische Formen. Also wenn Sie sich Städte mal aus dem Overview-Effekt anschauen, dann sehen Sie, das sind wie Gewächse, die so gewachsen sind über die Zeit. Und man kann, es gibt ja viele Experimente auch auf der Welt, künstliche Städte anzulegen, die ideale Stadt, ja, Brasilia oder so etwas, oder das große Seaside-Projekt von Google in Toronto. Das war eine utopische Stadt, die vor 10 Jahren entwickelt wurde von einer Tochterfirma von Google. Das sollte also alles ganz super High-Tech sein. Der Müll geht automatisch unten drunter. Die Leute haben alle Chips. Man weiß immer, wo sie sind. Alles ist bio. Ein Albtraum. Und es wurde nie durchgesetzt, weil diese Städte, die man von oben verordnet, die funktionieren nicht. Städte müssen von innen wachsen. Und das ist im Grunde genommen das, was wir Urban Alphabet nennen, also die organische Form der städtischen Veränderung. Und das geht eigentlich zurück auf das mittelalterliche Dorf. Das mittelalterliche Dorf ist die Keimzelle der europäischen Stadt. Wenn Sie mal amerikanische Städte anschauen, die sehen völlig anders aus. Chinesische auch, da gibt es ja nur eine Stadt, nämlich die des Kaisers, und der Rest ist Bauernland. Und das sind eben ganz spezifische Formen, die wir in auch kulturelle und soziale Verdichtung, die wir in Europa entwickelt haben. Und die Industriegesellschaft, also die letzte große, nach der Agrarischen Revolution, die letzte große epochale Überschneidung, die hat die Städte, die gewachsenen Strukturen von Städten zerrissen in die einzelnen Funktionsbereiche. Also seit der großen Fabrik leben die Leute irgendwo da und arbeiten da. Und deshalb müssen sie überall schnell hin und her fahren. Das ist ja im Dorf eben anders oder in einem mittelalterlichen Dorf. Da hat man diese Nähe zueinander, da haben sie eine integrierte Lebenswelt. Und die Städte zerreißen die Lebenswelt und das macht sie natürlich sehr problematisch. Ich habe das in meiner Kindheit in Frankfurt massiv erlebt. Wir haben immer auf den Straßen skandaliert, Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Und der Fluss war verseucht, der durch Frankfurt fließt. Die Innenstadt war tot. Die hat um 6 die Bürgersteige hochgeklappt. Die Stadt war, das war diese große urbane Krise in den 60er, 70er Jahren. In Amerika war sie natürlich noch viel stärker mit Kriminalität. Also das war im Prinzip der Versuch, quasi so Wachstum zu erzwingen. Und das kann man in so einem schönen kleinen quasi Film sich anschauen. Ja, also innen ist ja immer der Markt. Also der Markt hält eigentlich das,
dass die Stadt zusammenhängt in ihrer ökonomischen Struktur. Und dann beginnt eben in der Großstadtentwicklung so ein totes Zentrum zu entstehen. Das ist die große urbane Krise, wo nur noch der Kommerz stattfindet und wo eben die Menschen nicht mehr sind. Und die Stadt wird weiter zerhackstückt in ihre Einzelteile, es entstehen immer mehr Suburbias und dann haut man so diese großen Autobahnen da rein und das ist eigentlich der Tod der Stadt. Die Stadt wird zu einer Art Krebsgeschwür. Und wir erleben jetzt im Sinne eines New Urbanism, wie wir das nennen, seit ungefähr 25, 30 Jahren, das beginnt eben mit einer Rekulturalisierung der Stadt in ihrem Zentrum. Das kann man gerade in Frankfurt, konnte man das stellvertretend erfahren, aber auch hier in Wien, zum Beispiel solche Großprojekte wie das Museumsquartier, die sind da ganz entscheidend. Und das ist im Grunde genommen die Umkehrung, eine Wiederverdörflichung, die Energie fließt wieder in die Mitte, das neue Herz der Stadt fängt an zu pochen. Und das hat natürlich etwas zu tun mit sozioökonomischen Entwicklungen, die sich vollziehen. Worauf basiert eine Stadt? Früher hat man, können Sie sich noch an die Postkarten erinnern, da war man stolz auf seine Stadt, da hat man die Schornsteine mitten in die Stadt gestellt. Und je mehr Schornsteine man hatte, desto besser. Das war am Anfang des Industrialismus. Und dann begann so die Bürostadt, die vor allen Dingen über tertiäre, über Dienstleistungen lief. Und heute kommen wir eben in die innovationsgetriebenen Städte. Weltweit kann man verfolgen, wie die wachsen. Die wachsen auch in den Schwellenländern. Wenn Sie heute mal nach Curitiba gehen oder in die verschiedenen wachsenden Metropolen, da sehen Sie denselben Prozess natürlich entweder früher oder später. Und es gibt natürlich auch Städte, die vollkommen versagen, auch im sozialen Versagen. Also einer der Gründe, weshalb Russland so eine versaute Sozialstruktur hat, sind die Monocities, die dort entstanden sind. Da gibt es ja diese Riesenstädte, die nur auf einer Fabrik entstanden sind. Ja, also Stahl oder Kohle oder Fossile überhaupt. Und dadurch haben die überhaupt keine Mixtur entwickelt. Und dann gibt es nur eine Metropole, in der es irgendwie anders aussieht und glitzert. Da wird aber der Reichtum quasi konsumiert. Und diese Monocities gibt es eben bei uns auch. Die haben eben ganz klassische Formen. Es wirkt manchmal so auch wie ein Krebsgeschwür in Amerika. Diese unfassbaren Suburbs, die sozial natürlich tot sind, aber die jetzt momentan auch durch Corona jetzt eine neue Frage stellen. Es ist ganz interessant, was in Amerika in der Stadtentwicklung passiert. Die fangen jetzt auch an, die europäischen Muster nachzuholen. Die fangen auch an, öffentliche Verkehrsmittel zu bauen und so weiter. Und wir entwickeln eben Multicities. Und das ist eine wunderbare Drift. Die europäischen Städte fangen an, wieder wirklich lebendig zu werden. Natürlich am allermeisten die skandinavischen. Und es gibt auch welche, die daran noch scheitern. Aber ich finde, Wien gehört letztendlich schon dazu, die das ganz gut hinbekommen. Und da gibt es bestimmte Triggertrends. Also eines sind diese kooperativen Individualisten. Trends, also wo man versucht quasi das Individuelle, was eine Stadt hat, das wurde ja vorhin sehr schön gezeigt, warum ziehen die Menschen in die Stadt? Weil sie Individuationsprozesse machen wollen und weil sie Chancen persönlicher Differenzierung sich wünschen. Also immer so, die Jüngeren gehen in die Stadt aus Bildungsgründen oft, aber sie wollen sich selbst finden und sie wollen eigentlich erstmal keine Nachbarn, die sie kennen, mit denen sie eng sind. Wir verherrlichen das immer so, wahrscheinlich haben wir schon vergessen, wie schön das war, wenn man mal abgehauen ist aus dem Dorf. Weil da war es nämlich auch eng. Das ist ja auch alles soziale Kontrolle. Und diese Vitalität kommt natürlich irgendwann an den Punkt, ich habe einen großen Teil meines Lebens eben in Wohngemeinschaften gelebt. Und unsere Idee war eben Individualität und Gruppe, Kollektiv und Selbstverwirklichung miteinander zu kombinieren. Und das entwickelt jetzt eben neue Formen im Co-Prinzip, Co-Working, Co-Housing, Co-Gardening und so weiter, Co-Moving. Also kooperative Formen, die auch individualistische Kulturen aufbauen. Und Sie alle kennen wahrscheinlich die Projekte, die es in Wien gibt. Es gibt, glaube ich, wir haben 28 gezählt von auch wirklich interessanten Co-Housing-Projekten, in denen es eben auch vor allen Dingen viel um Communal Space geht, wo die Wohnung eben nicht mehr nur der einzige Aufenthaltsort ist, sondern wo eben man eine dörfliche Struktur versucht, letztendlich. Und das ist überall in Europa, weltweit, aber auch besonders in manchen Metropolen ganz stark. Also das ist ein Co-Living-Space, den ich vor kurzem mal besucht habe. Da kann man auch übernachten, da gibt es ein kleines Hotel. Hunzinger Areal, sehr moderne Architektur, auch Betonarchitektur, hochverdichtet, preiswert, günstig, wirklich so billig wie Gemeindewohnung. 2500 Leute, eine wunderbare Gardening-Landschaft auf der Schule, die aus Holz gebaut ist, direkt daneben. Verschiedenste Formen, also man kann als Familien, als Einzelperson bis hin zur Pflege kann man dort leben. Und es gibt eben Grundrisse, die sind
wirklich sehr, sehr auch interessant und neu für alle Lebensformen, die man sich vorstellen kann. Die größten Wohnungen sind 800 Quadratmeter groß für Alleinerziehende. Das sind in große Fabriketagen reingesetzt, so kleine Cubes für die Alleinerziehenden und ihre Kinder. Aber das Ganze ist wie in einem größeren Raum, in einer größeren WG. Und auch in Skandinavien ist das inzwischen, hat es ja auch eine Tradition. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber im Grunde genommen geht es hier darum, den Gemeindebau neu zu erfinden, weil der war im Grunde genommen nur erstmal Kubikmeter Raum. Und wenn man heute sich die Gemeindebauten anschaut, dann sind ihre sozialen Funktionen oft erloschen. Ja, das sind inzwischen Hülsen geworden, die so nicht mehr funktionieren. Die Skandinavier versuchen damit eben zu experimentieren. Das ist eine Kleinstadt 80 Kilometer entfernt von Stockholm, wo man den Boden grundkommunalisiert hat. Das heißt, man hat einen billigen Grundbau gemacht und hat dann eine vielfältige Architekturkonkurrenz gemacht. Und dadurch ist so ein Patchwork-Bau, wo jeder seinen verschiedenen Wohn- und Lebensstil auch wählen kann. Das ist auch wieder, Sie sehen auch wieder hier das Dörfliche. Und keine dieser Wohnungen kostet mehr als eigentlich das Minimum, was man zahlen muss. Das ist auch sehr preiswert. Und das liegt natürlich daran, dass der Grund extrem billig ist, weil der Grund macht ja etwas viel aus. Und auch hier haben Sie eben diese Elemente. Das ist zum Beispiel Hall of Fame, wenn Hochzeiten sind oder wenn die Sportmannschaft das gewonnen hat, dann gibt es da so richtige kleine Paraden. Also das sind urbane Experimente mit dörflichen Strukturen. Und hier kann man eben eine weite Palette haben, von privat bis öffentlich. Das wird auch ausgewiesen, sodass man eben alle Facetten des menschlichen Lebens auch ausführen kann. Und das ist im Grunde genommen sind so Leitprojekte für das, was in den Städten stattfindet oder stattfinden muss. Alternativen zum einfachen nur Wohnungsbau, so viel wie möglich. Und in Deutschland haben wir immer die Hysterie, wir haben zu wenig Wohnungen gebaut, und es sind immer dieselben schwachsinnigen Kuben, die aufeinander gesetzt werden. Außerdem noch meistens in einer unfassbar hässlichen Architektur. Ich nenne das immer die nach dem Dynamit verlangende Architektur. Und der Anteil der Menschen, die an einer Genossenschaft wohnen, sind eben sehr unterschiedlich. Es gibt die skandinavischen Länder, 45%. In Zürich, wo das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, 16% der Züricher leben heute in solchen Projekten. Die haben sehr unterschiedliche Farben und Formen, aber sie formen eben sozial das Dorf in der Stadt neu. Der zweite Aspekt ist den wir Kopenhagenisierung nennen. Das muss ich nicht weiter ausführen, da geht es eigentlich darum, die Verkehrsströme zu verschieben. Das ist in Wien besonders schwierig, weil das im Grunde genommen eine alte imperiale Stadt ist. Und es hieße eben, viele Dinge, die man gerne machen würde, würden natürlich auch die Bausubstanzen zerstören. Und in den skandinavischen Städten hat man natürlich mehr Luft, deshalb kommen auch extrem viele, sehen Sie auch richtige Fahrradarchitekturen. Ja? Also neue Autobahnen von Fahrradarchitekturen, wenn wir nach Kopenhagen gehen, deshalb heißt es Kopenhagenisierung, gehen Sie mal auf Kopenhagenize EU, da finden Sie einen großen Wettbewerb, der ist am meisten, also Kopenhagen hat natürlich meistens Platz 1, aber kämpft schon mit Oslo und es ist so ein richtiges Ranking, es geht inzwischen durch ganz Europa, wo eben die Verschiebung der Mobilität vom Auto weg, weil das Auto ist the arrogance of space. Das Auto nimmt natürlich den Menschen die letztendlich die Stadt weg. Und da gibt es wunderbare Untersuchungen über das Glück und die Bewegung. Ja, also welche Bewegungsform sind eigentlich am glücklichsten? Und das kann man sehr schön so zusammentun. Die Fußgänger haben viel Freude und viel Angst. Auch eine Menge Wut und ziemlich viel Traurigkeit. Die Fahrradfahrer haben sehr viel Freude und sind eigentlich gar nicht so traurig. Die Autos haben aber auch viel Freude, wahrscheinlich im Fahrradfahrerjagen. Und die Busfahrer sind in allen Bereichen ziemlich mies drauf. Aber das ist eben interessant, weil das ist ja, wir sind ja viel unterwegs. Ja, und eigentlich ist das ja auch eine Seinsweise, wie zufrieden, wie glücklich sind wir damit. Und natürlich ist im Grunde genommen die Formen sind dafür klar. Wir haben wunderbare Fotos aus allen Städten der Welt, wie das vorangeht. Und fahren Sie mal nach Kopenhagen und achten, da ist einfach das Fahrrad das Grundmittel. Oder in Amsterdam auch. Und das macht eine völlig andere Stadt. Und das ist, hier ist es sau schwierig. Also ich versuche immer mit meinen Elektroautos möglichst wenig Fahrradfahrer zu überfahren, aber es ist nicht ganz einfach. Das soziale Scaping. Es gibt eine neue Tradition die eben auch aus Skandinavien kommt, Jan Gehl, Cities for People, der hat auch Moskau gestaltet. Umgestaltet für die Fußgänger. Das glaubt man nicht, also jetzt steht da nur noch die Geheimpolizei. Aber es war im Grunde genommen so gedacht, dass man die Flächen wieder der Gesellschaft zurückgibt und dass man eben nicht von den Gebäuden her denkt, sondern vom Leben, vom Space.
Und diese Veröffentlichungen, das ist auch ein wunderbarer und auch funktionierender Trend. Also ich glaube, das Museumsviertel ist dafür ganz, ganz typisch, dass man eben so Formen baut, die eben wieder auch so Agora-Formen entstehen lässt. Also wo Menschen sich auch in größeren Mengen treffen können, dazu bleibt mehr. Aber das kann man natürlich auch über die städtische Architektur bringen. Es gibt inzwischen wunderbare Möbelprogramme in vielen Städten und natürlich geht es darum, auch die sogenannten Slow Streets zu verbreiten, die in vielerlei Formen vorkommen. Und ganz wesentlich ist, dass wir verstehen, dass im Grunde genommen eine Stadt immer ein Demokratieprojekt ist. Und die Stadt eignet sich auch zum Bürgerkrieg. Und das kann eben ein Krieg sein zwischen Fahrradfahrern und Autos, die sich um den Raum streiten. Es kann aber auch um Projekte gehen. Das ist ja immer mehr so, dass die Bürger entweder absolut dagegen sind oder an irgendwas fanatisch festhalten. Und das heißt, wir müssen versuchen, oder das die eigentlich kostbaren Dinge, ist eine neue Demokratie, und da gibt es inzwischen wunderbare Versuche. Gisela Erler, die Staatsrätin für Bürgerkultur in Baden-Württemberg, die hat sich anhand des Bahnhofs, der da ein riesiges Zerwürfnis in dieser Stadt gemacht hat, hat sie eben sich aufgemacht, neue Mitsprache- und Inklusions-Streitmoderationsformen zu machen. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Zufallsbürger, die dann solche Projekte mit abstimmen. Das ist ungeheuer wichtig. Und das erfordert eben auch, dass die Stadt wieder Agora-Prinzipien macht, also die Urform der Stadt im alten Griechenland, die eben von öffentlichen Räumen und Spaces geprägt war. Und hier sehen Sie das Flagship eigentlich hier in Wien. Die ganze Begrünungsfrage will ich jetzt hier noch am Rande streifen. Das ist ein Experiment in Aarhus, wo man eine Stadt einfach zugepflastert hat als Wald. Und dann wollte man es wieder abreißen und die Leute waren sehr dagegen. Am Anfang waren sie aber auch dagegen. So. Und der Wald kriegt inzwischen in die Häuser, ich kann Ihnen wunderbar, gerade aus Asien, Green Architecture, ganze Siedlungen, also gehen Sie nach Singapur, da ist jedes zweite Hochhaus ist bewachsen, inzwischen ist es ein Dschungel. Und das ist natürlich etwas, was auch diese neue Konvergenz zwischen Natur und Kultur in der Stadt mit sich bringt. Und es gibt eben sehr, sehr viele Städte, Gemeinden auf allen Ebenen, die allerinteressantesten Experimente machen, wie man das Grün wieder, wie man die Natur wieder in die Stadt zurückholt. Das sind dann diese Elemente, die im weiteren Verlauf der Ökologisierung kommen, wo eben die Stadt auch ein Urban Mining Platz ist. Das heißt, da sind eigentlich alle Rohstoffe, die wir brauchen, oder eben auch ein Nahrungsmittelproduzent. Singapur zum Beispiel und Paris auch wollen so zwischen 20% und 25% der Nahrungsmittel städtisch in großen Projekten machen. Da gibt es auch die ersten Piloten, die auch teilweise schon riesig sind. Oder dass man eben CO2-frei an der Stelle baut. Das machen die Skandinavier auch ganz toll. Der Urban Mountain in Oslo zum Beispiel ist auf der Stelle von alten Häusern quasi ein, also 15% braucht man immer noch zusätzlich, aber im Prinzip kann man auch aus dem Material abgerissener Häuser dann wieder das nächste bauen. Die 10-Minuten-Stadt, ein Experiment, was berühmt geworden ist durch Anne Hidalgo in Paris, also im Grunde genommen die Idee der Resilienz von Stadt und auch der bürgerfreundlichen Stadt in das 10-Minuten-Prinzip zu fassen. 10 Minuten hat jeder Bürger Fußmarsch oder Fahrer zur nächsten Behörde, zum nächsten Park, zum nächsten Sportplatz, zu allem, was man braucht, zum Markt, zu einem Bio-Wochenmarkt, was auch immer. Und das ist im Grunde genommen etwas, was sich überall jetzt durchsetzt. 10-Minuten-Stadt ist ein richtiger Renner. Inzwischen gibt es schon Konkurrenzen. Die Amerikaner, das wird man auch nicht glauben, sind leider abgeschnitten. 300 Städte in den USA gehen in diese Richtung. Und inzwischen gibt es auch 5-Minuten-Städte schon, die versuchen, das noch besser zu machen. Lieber Herr Rath. Ja, ich weiß, ich bin über die Zeit. Gleich. Und dabei spielen eben auch architektonische Spielflächige Formen eine ganz große Rolle. Es ist Design matters. Also ich glaube, man kann mit schlechtem Design auch, gerade im Hausbau, kann man die Menschen erschlagen. Und hier passiert in ganz Europa ungeheuer viel und auch in den asiatischen Städten. Also ich finde, wir sind mit den Entwicklungen der Städte unterwegs und auch nicht nur in den wohlhabenden Städten, in den Metropolen, wie wir sie jetzt haben. In den Schwellenländern gibt es inzwischen eine Tradition der sogenannten urbanen Akupunktur. Also wo man nicht so viele Ressourcen hat, aber wo man versucht eben in die problematischen Teile der Stadt auch Impulse zu setzen. Converting destructive behavior into sustainable opportunity. Und gerade so Städte wie Sao Paulo oder auch arabische Städte haben das massiv ausgeformt.
Das ist zum Beispiel ein wunderbares Projekt in einer der schwierigsten Städte der Welt, in Lagos, also wirklich eine Höllenstadt. Und die haben dort einen Park, der sieht aus wie, ja, wie in der Schweiz. Und wie haben die das geschafft? Die haben die Anwohner, haben die quasi zu Eigentümern des Parks gemacht und gleichzeitig zu Verantwortlichen. Und das ist durch ein Community, wird auch geschult, all diese Dinge, aber es funktioniert in dem Moment, wo man wirklich alle Ressourcen auch mit einer Rückkopplung belegt. Oder es gibt eben diese berühmten Beispiele von Upgrading in den Slums von Südamerika. Ja, das ist so eine kleine Übersicht über viele, viele Initiativen, die man muss sich eben auslesen in Richtung auf, kann Wien das gut? Was man nicht tun soll, ist, dass man immer nur davon ausgeht, dass es hier ganz schlecht ist. Das tun wir ja sehr gerne. Wir sehen oft die Erfolge nicht, die es auch gibt. Also die Gräserpolitik in Wien finde ich schon eigentlich an vielen Punkten sehr, sehr gelungen. Das ist nicht einfach. Das ist immer wieder hart und es ist nie genug. Aber das ist nie genug. Das heißt nicht, dass es nicht auch schon ziemlich toll ist. Weil man braucht auch einen Stolz und auch eine Zufriedenheit über das, was schon erreicht ist, um es dann noch zu verbessern. Und die Prinzipien, die man dabei anwenden sollte und kann, ist eben die Vitalität. Die Zeichnungen übrigens sind auch aus der Familie Hawks. Mein Sohn Julian, der ist jetzt 25, der hat die sogenannten Beings erfunden, die menschlichen Beings. Und die sind gewissermaßen die idealen Menschen, die man überall immer wieder einsetzen kann. Und diesen Prinzipien zu folgen und sie tatsächlich auch mit Lebendigkeit, mit Enthusiasmus, mit Vision aufzuladen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo das gerade durch so ein Event, so einen disruptiven Event wie den Krieg wiederum ungeheuer befördert wird. Weil die Frage, wie Städte resilient bleiben können, wie die Menschen sich darin ernähren können, wie sie CO2-frei werden können, die Städte haben eine ganz, ganz zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung, weil sie sind in der Lage, sogar es gibt ja Hunderte, Tausende von Städten in der Welt, die sich vorgenommen haben, bis 2030 oder 35 CO2-frei zu sein, weil es den sogenannten Scaling-Faktor gibt, der Menschen in großen Städten, die Zusammenarbeit von Menschen ist nämlich eigentlich gar nicht schlecht, auch wenn es das oft auf die Nerven geht, aber es hat große Vorteile, weil sie natürlich im Grunde genommen kurze Wege, effiziente Strukturen, effektive Strukturen wie in der Natur abbilden können. Und das Spielerische, das Kreative, das brauchen wir dabei unbedingt, wenn wir mit Bierernst an die Sache rangehen, dann erleiden wir Schiffbruch. In diesem Sinne danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, Herr Hawks. Wir sind eigentlich schon über der Zeit. Ich würde aber trotzdem gerne noch 5 Minuten, 2, 3 Fragen an Sie nehmen, wenn es welche gibt. Ich sehe keine. Dann bitte. Heute spreche ich über die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen. Und dazu vielleicht ein paar Worte zu der Organisation, die ich in Europa leiten darf. Ashoka gibt es seit 40 Jahren. Wir unterstützen Menschen, die mit unternehmerischem Geist gesellschaftliche Probleme lösen. Die nennen wir Ashoka Fellows und Sozialunternehmerinnen und Unternehmer. Was kann man sich da so vorstellen? Also eine historische Sozialunternehmerin war zum Beispiel Maria Montessori. Warum war Maria Montessori eine Sozialunternehmerin? Weil sie ein riesiges Problem erkannt hat, nämlich das Problem von Bildung, das nicht adäquat auf die Bedürfnisse von Kindern eingeht. Und was hat sie gemacht? Sie hat ein weltweites Netzwerk von Schulen aufgebaut, die nach den Prinzipien ihrer Montessori-Pädagogik unterrichtet haben. Und immer noch unterrichten. Und damit wirklich einen grundlegenden Wandel im Bildungssystem ausgelöst hat. Auch so ein Sozialunternehmer ist Kailash Satyarthi, einer unserer Ashoka Fellows, der vor ein paar Jahren den Friedensnobelpreis gemeinsam mit Malala bekommen hat für seine Arbeit im Bereich Kinderarbeit. Also ganz konkret darin, Kinderarbeit in Indien auch gesetzlich abzuschaffen und dafür Sorge zu tragen, dass Kinder nicht mehr schuften müssen. Auch ein Sozialunternehmer aus unserem Netzwerk ist zum Beispiel auch Jimmy Wales. Den kennen Sie vielleicht nicht persönlich, aber seine Innovation Wikipedia haben Sie vermutlich sogar auch heute verwendet.
der damit völlig verändert hat, wie wir über Wissensproduktion und auch Wissenskonsum nachdenken. Und damit natürlich eine zentrale Herausforderung gelöst hat. Dass man heute in Wien Teilhaberin und Teilhaber an Solarkraftwerken werden kann, ist auch einer Ashoka Fellow zu verdanken, nämlich Ursula Sladek, die diese Idee vor ungefähr 2 Jahrzehnten in Deutschland erfunden und umgesetzt hat. Das, was all diese Menschen miteinander vereint, ist, dass sie neue Modelle für diese Welt entwickelt haben. Neue Modelle, in denen es darum geht, jene, die von einem Problem betroffen sind, zu ermächtigen, damit Macht umzuverteilen, Ressourcen umzuverteilen und damit auch die Art und Weise, wie wir ein Problem nachdenken, zu verändern. In einer Welt, in der alles am Kopf steht, ist die Frage, wie können wir mit diesen Herausforderungen umgehen? Und ich würde mal ganz radikal sagen, es geht darum, Mindsets zu verändern, Denkweisen zu verändern. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit mit diesen vielen hunderten Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern die letzten Jahre gelernt habe. Am Ende des Tages können wir ein Problem nur dann wirklich nachhaltig lösen, wenn wir den dahinterliegenden Mindset auch verändert haben. Wir sprechen im Ashoka-Kontext sehr gerne von Systems Change, von Systemwandel. Und ich habe so eine kleine Folie mitgebracht, wie man über diesen Systemwandel eigentlich nachdenken kann. Wie funktioniert gesellschaftliche Veränderung? Was sind die Hebel in einer Gesellschaft, an denen wir drehen können, die wir verschieben können, um wirklich grundlegend ein Problem zu lösen? Und das hier ist eine sehr vereinfachte Darstellung, aber ich glaube, sie ist ganz hilfreich, wenn wir uns das zum Beispiel anhand des Bildungssystems anschauen. Wir können das Bildungssystem verändern, indem wir Ressourcen in das System hineingeben oder auch hinausnehmen. Also zum Beispiel konkret, indem wir das Bildungssystem mit mehr Geldmitteln ausstatten oder mit weniger Geldmitteln ausstatten. Das ist systemverändernd. Wir können aber natürlich auch auf andere Weise über diese Ressourcen nachdenken, zum Beispiel anhand der Frage, welche Talente haben eigentlich die Menschen, also die Ressourcen, die wir in dieses System bringen, welche Skills haben sie, wie suchen wir sie eigentlich aus, nämlich konkret Lehrerinnen und Lehrer. Worauf achten wir hier als Gesellschaft? Und dann gibt es natürlich auch die Frage, welche Rollen haben wir eigentlich in diesem Bildungssystem definiert und wie denken wir über diese Rollen nach? Eine der großen Herausforderungen, würde ich mal sagen, unserer Gesellschaft besteht ja darin, dass wir Verantwortung immer delegieren. Also der Politiker, die Politikerin hat bitte diese Entscheidung zu treffen, der Arzt, die Ärztin hat bitte jene Entscheidung zu treffen, der Lehrer, die Lehrerin hat bitte jene Aufgabe zu erfüllen, die Mutter, der Vater haben jene Aufgabe, statt dass wir ein bisschen kreativer darüber nachdenken, wie wir über neue Rollen vielleicht auch Veränderung in die Welt bringen können. Und das kann man auch im Bildungssystem. Eine der Ashoka Fellows, die Sie vielleicht kennen, ist Margit Rassfeld, die evangelische Schule in Berlin gegründet hat und dort die Schülerinnen zu den Lehrern gemacht hat. Und damit unglaubliche Erfolge, insbesondere auch für Kinder aus benachteiligten Hintergründen, geschaffen hat. Der offensichtlichste Hebel in einem System sind immer die Regeln, also zum Beispiel auch die Gesetze. Aber Gesetze alleine führen ja nicht immer dazu, dass sich etwas verändert, wie wir leider wissen. Der Frauentag ist ein gutes Beispiel dafür, den wir jedes Jahr aufs Neue feiern müssen, um uns darüber aufzuregen, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer. Wir müssen weiter daran arbeiten. Und dann gibt es die Relationen. Und am Ende des Tages geht es hier um Beziehung. Das heißt, wie leben wir Beziehungen in unserer Gesellschaft und wie sind sie auch mit Macht ausgestattet? Wer ist mächtig und warum? Und einer der wesentlichsten Hebel aus meiner Sicht, den wir viel zu oft vergessen, ist, dass wir sehr häufig in unserer Gesellschaft über die Art und Weise steuern, wie wir Erfolg definieren. Im Bildungssystem ist das ganz offensichtlich. Erfolg im Bildungssystem sind die Noten im Zeugnis. Wir wissen alle, dass Noten im Zeugnis keine Aussage darüber treffen, wie erfolgreich, glücklich oder zufrieden man später im Leben sein wird.
Das heißt, wenn es uns gelingt, auch hier an der Schraube zu drehen und darüber nachzudenken, wie wir Erfolg neu definieren können, dann können wir ganz wesentliche Systemveränderungen herbeiführen. Warum erzähle ich das alles? Weil ich würde sagen, wir sind an einem Punkt in unserer Gesellschaft, an einer Veränderung und einem Wandel, an dem gut gemeint und schlecht gemacht nicht mehr ausreichend ist. Warum sage ich das so? Weil wir sehr häufig erleben, dass wir Symptome bekämpfen, statt an der Wurzel anzusetzen. Und ich habe diese Wirkungsstufen mitgebracht, um uns nochmal daran zu erinnern, was bedeutet eigentlich gesellschaftliche Wirksamkeit. Gesellschaftliche Wirksamkeit, politische Interventionen, gesellschaftliche Wirksamkeit, wohltätiger Arbeit, gesellschaftliche Wirksamkeit von Aktivismus. Und meistens, wenn wir darüber nachdenken, bleiben wir bei der Frage, sind geplante Aktivitäten durchgeführt worden? Also, sind Sie heute Abend hier? Ja, Sie sind heute Abend hier. Wir haben unter Umständen ein paar Betroffene erreicht. Und möglicherweise, hoffentlich, sind Sie mit dem Angebot des heutigen Abends zufrieden gewesen. Auch das ist eine Form von Wirksamkeit. Die wesentlich interessantere Frage ist allerdings, haben Sie etwas Neues gelernt? Und dann werden Sie morgen irgendetwas in Ihrem Leben anders machen? Um dann zum nächsten, viel wesentlicheren Punkt zu kommen, nämlich hat sich durch die neuen Skills, die Veränderung Ihres Verhaltens, irgendetwas verbessert für Sie? Und hat es sich nicht nur für Sie verbessert, sondern sind Sie vielleicht auch in Aktion gegangen und haben beschlossen, das, was ich gelernt habe, das bringe ich jetzt auch anderen bei? Und ist diese Verbesserung dann verankert worden, weil Sie vielleicht aktiv geworden sind und sichergestellt haben, dass in Ihrer Community, in Ihrem Bezirk, in Ihrer Familie sich wirklich etwas nachhaltig verändert? Und dann sind wir bei der Königsdisziplin, den Denkweisen, den Mindsets, die sich verändern. Das alles müssen wir durchlaufen, um wirklich nachhaltige Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen einschüchternd wirken, weil man so viel harte Arbeit machen muss. Aber ich sage Ihnen, am Ende des Tages ist es nur sinnvoll, mit einem Blick auf die große Veränderung, damit sie ihre ganze Mühe auch wirklich ausgezahlt hat. Ich will aber noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, wenn die ganze Welt am Kopf steht, wenn unsere alten Erfolgsdefinitionen von Macht, Geld, Erfolg, der Position, dem wichtigen Titel, wenn die alle dazu führen, dass wir in einer Welt leben wie der heutigen und jetzigen, dann ist die Frage, wie können wir diese Herausforderungen nachhaltig als Gesellschaft, als Welt lösen? Und aus meiner Sicht ist die Antwort ziemlich klar. Nur indem jeder und jede einzelne von uns sich die Fähigkeiten des Changemaking, der Veränderung, des Problemelösens aneignet. Und nur wenn es uns gelingt, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir alle in uns tragen und auch alle in uns entwickeln können und vor allem in unseren Kindern und Jugendlichen entwickeln können und müssen, tatsächlich auch vorantreiben. Warum sage ich das so? Heute haben wir Krieg, in ein paar Jahren kommt die nächste Krise und dann die Klimakatastrophe. Und wir wissen, dass wir diese Herausforderungen nur dann in den Griff bekommen, wenn möglichst viele Menschen, empathisch in der Lage sind, Probleme gemeinsam mit anderen zu lösen. Denn diese klassischen Top-Down-Fantasien von irgendjemand wird es schon richten, der Politiker, die Politikerin, der Arzt, die Ärztin, der Lehrer, die Lehrerin, Mama und Papa, die funktionieren dann nicht mehr. In einer Komplexität der Probleme, denen wir da entgegenstehen, kann das nur funktionieren, wenn ganz viele von uns die Schritte setzen. Und wenn wir sicherstellen, dass wir auf diese Weise auch die Definition von Erfolg in unserer Gesellschaft verändern. Also weg von Geld, Macht und Position, hin zur Frage, was hast du heute dazu beigetragen, unsere Herausforderungen gemeinsam zu lösen? Das Unmögliche ist möglich, gilt auch hier. Und ich habe
drei Beispiele mitgebracht von Menschen, die tatsächlich Unmögliches möglich gemacht haben, die diese Skills des Changemaking für sich so sehr entwickelt haben, dass sie zu echten Systemveränderungen geführt haben. Walburga Fröhlich ist eine österreichische Schockerfreundin und Sozialunternehmerin aus Graz. Und was macht sie? Mit Atempo ist es gelungen, Menschen mit zum Teil schwersten Behinderungen zu ermächtigen, selber ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und zwar auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. Erstens einmal, indem sie Informationen, die so komplex sind, dass man sie kaum verstehen kann, so übersetzen, dass ein jeder sie verstehen kann. Das kennen Sie vielleicht auch, weil Sie vielleicht auf ORF.at schon einmal die Nachrichten in einfacher Sprache gelesen haben. Das finde ich persönlich auch sehr angenehm, weil damit komplexe Inhalte auch für mich noch vor dem Morgenkaffee einfach aufbereitet werden. Das heißt also, eine Innovation, die geschaffen wurde für Menschen mit Lernschwierigkeiten, ist für uns alle gut und führt dazu, dass mehr Menschen teilhaben können. Aber es geht nicht nur darum, über Informationen teilhaben zu können, sondern es geht ja auch darum, selber ermächtigt zu sein, das eigene Leben selbstbestimmt zu leben. Und mit einer anderen Innovation von Atempo werden Menschen mit Einschränkungen ausgebildet, ihre eigenen Institutionen zu evaluieren. Sie werden zu Beraterinnen und Beratern, die in den großen Institutionen der Behindertenindustrie Evaluationen durchführen. Sind Sie zufrieden mit dem Essen? Mussten Sie gestern wieder um 5 Uhr schlafen gehen? Ist das die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben leben wollen? Und damit entsteht Veränderung und damit entsteht aber auch Ermächtigung von Menschen, denen wir das oft als Gesellschaft gar nicht zutrauen. Ein anderes Beispiel ist Joste Block. Joste Block hat in den Niederlanden ein Unternehmen mit 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wurde die letzten Jahre in Reihe zum beliebtesten Arbeitgeber der Niederlande gewählt. Das wäre ja jetzt noch nicht so wahnsinnig aufregend, wenn es sich nicht hier um ein Unternehmen handeln würde, das ein Pflegeunternehmen ist, also Menschen zu Hause betreut, die entweder krank oder alt sind. Ich brauche nicht sagen, wie schwierig es in Österreich ist, im Pflegekontext Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, wie schwierig es ist, adäquate Pflegeeinrichtungen zu finden, wie sehr Menschen und Familien darunter leiden, dass wir in Österreich scheinbar nicht in der Lage sind, Pflege so zu organisieren, dass sie Patienten und Patientinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glücklich macht. Joste Block ist das gelungen. Und das ist gar nicht so schwierig. Er hat nur die Industrie auf den Kopf gestellt und hat gesagt, es geht nicht um einen zentralisierten und menschlichen Kontrollprozess, in dem eine Pflegekraft 4 Minuten Zeit hat, um einen Verband zu wechseln und 2 Minuten 25, um den Mist auszuleeren. Sondern er hat gesagt, wir brauchen Menschen, die in ihrem Umfeld als Pflegekräfte die anderen unterstützen dabei, möglichst selbstbestimmt zu leben, außerdem schauen, wie wir die Ressourcen aus der Gemeinschaft rundherum dafür mobilisieren und sichergestellt, dass die Pflegerinnen und Pfleger ganz selbstbestimmt und ohne zentrale Kontrollmechanismen entscheiden, wie viel Zeit sie mit einer Patientin oder einem Patienten verbringen. Und damit entsteht was ganz was Interessantes. Damit entsteht Zufriedenheit. Damit entsteht ein Fokus auf den Menschen. Damit entsteht Ermächtigung der Mitarbeiterinnen, aber auch der Patientinnen. Und noch jemand, der Unmögliches möglich macht. Von Paul Rado haben Sie vielleicht noch nicht gelesen, vielleicht von seiner Organisation OCCRP. Wenn Sie heute in Zeitungen darüber lesen, wo russische Oligarchen ihr Geld angelegt haben, welche Yachten sie besitzen oder welche schicken Wohnungen in Wien, London oder Kitzbühel, dann wahrscheinlich wegen OCCRP, auch einer unserer Schockerfellows. Was Paul Rado gelungen ist, ist ein Netzwerk zu knüpfen, nicht nur von Investigativjournalisten und Journalistinnen weltweit, die teilweise über Datenleaks Informationen auswerten, sondern auch ungenutzte Ressourcen, nämlich Bibliothekarinnen und Bibliothekare, zu animieren, mitzuhelfen. Und so werden plötzlich ganz neue Menschen zu Investigativjournalisten, die vorher vielleicht gar nicht gewusst haben, über welchen Schatz sie verfügen in ihrer Bibliothek, an Datenbanken und Zugängen.
Diese drei Beispiele sind Beispiele für Menschen, die Dinge möglich gemacht haben, von denen wir vielleicht gedacht haben, dass sie nicht möglich sind. Und mein Plädoyer ist heute auch zu sagen, das Unmögliche ist möglich, wenn es uns gelingt, die Fesseln der Selbstbeschränkung abzulegen. Was meine ich damit? Manche von Ihnen, weiß ich, sind hier politisch aktiv und ich war das ja auch einmal. In der Politik, da denkt man dann oft, das ist meine Rolle, hier fokussiere ich mich, morgen stelle ich einen Antrag dazu. Und dann setzt man sich hin und dann schreibt man diesen Antrag und dann wird er abgestimmt und vielleicht bekommt er sogar eine Mehrheit. Aber am Ende des Tages sind es viele kleine Schritte. Und mein Plädoyer ist es dafür, die Selbstbeschränkung einmal einen Tag lang beiseite zu stellen und sich die Frage zu stellen, was kann ich denn darüber hinaus noch alles tun? Wir haben ein paar schöne Beispiele heute gehört, schon in den anderen Vorträgen zum Thema Stadt. Wie kann es gelingen, abseits der beschränkten Vorstellungswelten, in denen wir uns so gerne manchmal bewegen, weil sie so angenehm und praktisch sind, nächste Schritte zu gehen? Politik und auch politisches Handeln, auch Aktivismus und persönliches Engagement neu zu definieren. Als gesellschaftlicher Akteur, als gesellschaftliche Akteurin, die in Beziehung gehen zu anderen. Die sich auch trauen, Grenzen zu überschreiten und vielleicht manchmal mit jenen zu reden, von denen man ursprünglich dachte, dass sie der Feind wären. Allianzen zu bilden, nicht nur mit der Zivilgesellschaft, sondern durchaus auch mit Unternehmen. Allianzen zu bilden mit Leuten, mit denen man sonst nicht spricht. Denn nur so kann das Überraschende passieren, nur so und mit dem Fokus auf die Lösung kann es gelingen, tatsächlich dieses Unmögliche möglich zu machen. Aber es gelingt, es ist möglich. Also insofern eine herzliche Einladung an alle, das Unmögliche möglich zu machen. Dankeschön. Vielen Dank. Bevor wir in die große Diskussion gehen, würde ich gerne noch mal in die Runde schauen, ob es jetzt Fragen gibt. Nein, wir sind schon gespannt. Gut, dann werden wir jetzt ganz kurz die Bühne umbauen und dann darf ich alle drei Expertinnen auf die Bühne bitten. Und